Vivi droppt in Kollabo mit Marvel die letzten Golden Moments und das für immer. Unter anderem wird es zu diesem super interessanten Collectible auch noch einen Airdrop geben. Und Mickey droppt hier in der nächsten Form von der Zauberlehrling. Diese Infos und vieles mehr erfährst du jetzt in diesem Video. Moin moin und willkommen an Bord, ich bin's, dein Captain, und heute am Steuer mit diesen super spannenden Themen. Und ich würde sagen, wir schnacken gar nicht lange. Wenn du in Zukunft solche News nicht verpassen möchtest, dann abonniere meinen Kanal und jetzt starten wir rein mit dem Video. Zum Start gibt es ein paar Check-Ups, und zwar hat Alex hier nämlich was gepostet, und zwar sind das nämlich final die letzten Golden Moments, die hier droppen werden. Das heißt, bleib auf jeden Fall bis zum Ende dran, wenn du nicht auf jeden Fall das Ganze verpassen möchtest. Es sind außerdem hier für die Original-Holder Wünsche übrig, die wir auf jeden Fall gleich nochmal eingehen werden. Und das ist dieses D, worauf David Yoon in den letzten Wochen auch immer mal wieder angespielt hat. Und wir schauen uns den ganzen Artikel, würde ich sagen, auch einfach mal an. Und zwar werden wir nämlich Aladdins Lampe sehen und das nämlich als Uncommon Version. Das Ganze wird am Freitag um 17 Uhr deutscher Zeit gedroppt werden und wird einen Listenpreis von nur 40 Gems haben, was meiner Meinung nach an dieser Stelle extrem akzeptabel ist, dafür, dass man im Endeffekt sogar noch ein NFT dazu bekommt. Unter anderem ist dieses ganze NFT tatsächlich auch animiert, steht jedenfalls hier mit in diesem Text, with animated fact. Das heißt, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wir hier diesen Djinn bzw. diese Gin-Flasche dann vielleicht sogar ein bisschen mit diesem Rauch haben, der dann animiert ist. Ich bin auf jeden Fall extrem gespannt, was dieses Collectible angeht. Das Ganze wird ziemlich, ziemlich special werden, denn ihr werdet nämlich zwei Wünsche mit diesem Collectible bekommen, wenn ihr das Collectible beim Drop bekommt. Das ist ganz wichtig an der Stelle. Und zwar als allererstes werdet ihr erstmal nämlich ein Collectible unlocken, und zwar das Disney D NFT, was ihr, wie gesagt, zu diesem NFT dazu bekommt, welches hier unten einmal ist. Finde ich an der Stelle eine ziemlich, ziemlich coole Aktion. Insgesamt gibt es natürlich davon nur 10.000 Stück, weil es auch insgesamt nur 10.000 Holder gibt. Dementsprechend aber auf jeden Fall an der Stelle ein sehr, sehr cooles Collectible. Und ich denke auch, dass es sich vom Preis sehr gut entwickeln wird, weil es einfach dieses Disney D ist und das in dem Fall auch die First Edition ist. Hier dementsprechend meiner Meinung nach extrem wertvoll und wird, denke ich mal, auch mit einer der wertvollsten Golden Moments sein, weil es halt nun mal das Disney D ist. Es gibt aber natürlich noch diesen zweiten Wunsch, und das beinhaltet einen Promocode, mit dem ihr 7 Tage lang den Mickey Drop, auf den wir gleich eingehen werden, auf jeden Fall reserviert habt. Und das, muss ich sagen, ist an der Stelle schon eine coole Idee. Ich finde es aber noch besser hier auf jeden Fall mit dem ersten Wunsch, dass man dazu noch ein Free NFT bekommt und das auch noch ein Disney D. Also ich bin auf jeden Fall extrem gespannt über eure Reaktion unten in den Kommentaren, wie ihr zu diesem Ganzen steht. Im Prinzip ist es hier an der Stelle auch tatsächlich der erste Disney Airdrop, den wir sehen werden. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir mal hier auf die weiteren Collectibles nämlich ein, und zwar sehen wir hier nämlich den Zauberlehrling, meiner Meinung nach mit einer der Collectibles, die sehr, sehr gut aussehen und die auch sehr viel Potenzial haben. Es ist mit an der Stelle einer der ersten farbigen Filme, unter anderem auch mit Mickey, und es ist auch mit einer der bekanntesten Filme. Also ich muss sagen, ich kannte das tatsächlich sogar vor Steamboat Willie, aber das Ganze wird auf jeden Fall im Blindbox-Format droppen und mit insgesamt 3 Versionen. Als allererstes sehen wir hier nämlich die Uncommon, das Ganze wird animiert sein und mit Special Effects. So gehe ich auf jeden Fall von aus, heißt SFX, und ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass mit Special Effects gemeint ist, dass hier dieses Wasser hochspritzen wird, beziehungsweise er mit der Hand das heben wird und dementsprechend das dann auch steigen wird. Also ich bin auf jeden Fall extrem gespannt hier auf diese Animation. Könnt ihr mal gerne in die Kommentare schreiben, was eure Vermutung hier zu diesem ganzen Collectible ist. Das ganze Collectible wird einen Listenpreis von 60 Gems haben, eine Edition Zahl von 8888 Stück und eine Uncommon sein, und das Ganze wird am 16. September um 17 Uhr deutscher Zeit droppen. Das heißt, das ist noch ein wenig hin, aber an der Stelle auf jeden Fall schon mal eine Ankündigung für euch da draußen. Ich werde da aber auch noch mal einen Reminder setzen, dass ihr das Ganze nicht vergesst. Ansonsten haben wir hier noch die Ultra Rare, A Powerful Dream. Wieder ein 3D-Collectible an der Stelle nicht animiert. Ich finde das an der Stelle auch sehr, sehr cool, dass sie das
animierte Collectible als Uncommon gemacht haben. Das heißt, dass möglichst viele Leute dieses Collectible bekommen können. Das Ganze wird natürlich auch wieder 60 Gems kosten, 5500 Editions haben und wie gesagt eine Ultra Rare sein. Anschließend haben wir dann meiner Meinung nach noch das zweitcoolste NFT auf jeden Fall hier von diesen dreien, und zwar nämlich die Casting The First Spell, die Secret Rare. Das Ganze wird nur 1940 Editions haben und natürlich eine Secret Rare sein und wird, denke ich, auch an der Stelle sehr, sehr interessant werden für denjenigen, der auf jeden Fall die 1940 zieht und dann noch gleichzeitig hier an der Stelle die Secret Rare besitzt. Denn das wird, denke ich, an der Stelle schon ziemlich, ziemlich wertvoll werden. Außerdem werde ich heute Abend noch beim Frank zu Gast sein, unter anderem mit der Vivi Fox, dem Knight Rider, Colin, also Frank, seinem Sohn und natürlich Frank selbst. Und außerdem wird es noch ein Giveaway geben, das heißt, wenn du das Ganze nicht verpassen möchtest, dann bleib auf jeden Fall bis 20 Uhr mindestens auf jeden Fall am Start, denn um 20 Uhr werde ich das Ganze verlosen. Und ansonsten freue ich mich auf jeden Fall auf dich heute Abend im Stream. Es wird natürlich nicht nur ein Decon Recap geben, sondern im Allgemeinen auch viel über Vivi und natürlich auch vieles andere gesprochen werden. Aber ich freue mich auf jeden Fall auf dich. Schreibt auf jeden Fall mal sehr gerne unten in die Kommentare, was ihr von dieser ganzen Aktion haltet. Ich muss sagen, ich bin sehr positiv überrascht und ich hätte tatsächlich damit nicht gerechnet. Wenn du in Zukunft, wie gesagt, auch keine solcher News verpassen möchtest, dann abonniere meinen Channel. Und wenn dir das ganze Video gefallen hat, dann gib dem ganzen Video sehr gerne ein Like. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Ich wünsche dir da draußen noch einen schönen Morgen, Mittag und Abend. Mach es gut und ciao, ciao.